Willkommen Leute zu einem weiteren Pokémon Diskussionsthema. Und zwar dieses Mal zum Thema der Mega-Entwicklungen und was ich persönlich davon halte, von dieser ganzen Mechanik. Und ich kann jetzt schon mal sagen, diese ganze Mechanik hat einige sehr positive Aspekte, aber auch viele negative Aspekte ins Spiel gebracht. Und es liegt an Game Freak quasi, die negativen Aspekte zu beseitigen. Aber wir werden heute mal so ein bisschen darüber reden, inwiefern Game Freak das geschafft hat. Und naja, eure Meinung zu diesem Thema könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, sowie auch weitere Vorschläge für solche Diskussionsvideos. Aber ich werde jetzt erstmal so ein bisschen die Mechanik erklären für die Leute, die es halt noch nicht kennen. Und zwar ist es halt so, dass Game Freak im Laufe der Zeit, ab der 6. Generation glaube ich, angefangen hat, für ausgewählte Pokémon, die endentwickelt sind, Mega-Entwicklungen zu designen. Und wenn ein Pokémon eine solche Mega-Entwicklung hat, dann kann es quasi im Kampf, wenn es seinen Megastein trägt, es gibt halt für jedes Pokémon, das so eine Entwicklung hat, einen separaten Megastein, der auch namentlich quasi an das Pokémon angelehnt ist. Beispielsweise der Stein von Voltenso heißt Voltensonit, ja, sehr einfallsreich auf jeden Fall. Und dann kann man quasi im Kampf, wenn man dieses Item trägt, eine Mega-Entwicklung durchführen und dann bekommt man einen Basiswert-Boost von 100 Punkten in verschiedensten Bereichen. Es können auch teilweise Werte absinken und dann wieder andere steigen, aber insgesamt bekommt man immer einen Push von 100 Punkten in der Basiswertsumme. Und man bekommt quasi eine neue Fähigkeit und wird einfach generell stärker. Ist halt quasi wie eine richtige Entwicklung, nur etwas drastischer und auch nur für diesen Kampf dann quasi. Nach dem Kampf wird das wieder rückgängig gemacht und man hat wieder normales Pokémon. Die große Downside dabei ist folgendes, man kann logischerweise kein Item mehr tragen, weil du musst halt wie gesagt diesen Megastein tragen. Und das ist für einige Pokémon ein bisschen nervig, aber naja, ist es halt logischerweise teilweise ziemlich OP, das zu machen. Von daher ist es gut, dass es auch eine kleine Downside gibt, weil sonst würden einige Mega-Pokémon ziemlich hart eskalieren, muss ich sagen, wenn die dann noch Leben-Warp oder so tragen könnten. So, und der erste positive Punkt ist auf jeden Fall folgender. Das bringt natürlich eine gewisse Taktik ins Spiel, denn du kannst quasi pro Kampf nur eine Mega-Entwicklung machen. Und das bedeutet, du musst quasi gut überlegen, welches Pokémon, das eine Mega-Entwicklung hat, du spielen möchtest. Du könntest auch beispielsweise so weit gehen und zwei spielen und dann weiß der Gegner nie so ganz, welches jetzt wirklich seine Mega-Entwicklung machen wird und welches nicht. Und so kann man den Gegner so ein bisschen verwirren und das bringt einfach so ein bisschen Taktik ins Spiel. Und das sorgt auch dafür, dass die Pokémon einfach generell etwas vielseitiger werden, weil du kannst sie jetzt halt so und so spielen, als Mega und ohne Mega. Es gibt auch Pokémon, die ohne ihre Mega-Form tatsächlich relevanter sind. Ist dann zwar nicht so toll designt, aber das kommt auch vor. Aber dazu komme ich später nochmal kurz. Also das muss man auf jeden Fall festhalten, das Spiel wird so etwas komplexer und Komplexität ist eigentlich für ein kompetitives Spiel nie eine schlechte Sache, wenn sie gut umgesetzt ist. Und ultra scheiße ist das hier auf jeden Fall nicht umgesetzt, das kann man schon mal festhalten. Von daher will ich das auf jeden Fall positiv hervorheben. Was allerdings auch sehr wichtig ist, Leute, ist halt der Push, den dadurch einige Pokémon deutlich bekommen. Denn die Pokémon werden so logischerweise, wie gesagt, um 100 Punkte stärker. Und das kann einige Pokémon wesentlich relevanter machen. Das Ding ist halt folgendes, Game Freak hat die Möglichkeit, zwischen den Generationen Pokémon etwas zu pushen manchmal, indem sie ihre Basiswertsumme irgendwie um so 10 bis 20 Punkte anheben. Das macht Game Freak manchmal. Aber Leute, die machen das nie so drastisch, dass sie quasi ein Pokémon um 100 Punkte anheben. Das würden sie nicht machen, von daher bleiben die Pokémon immer, auch wenn sie gepusht wurden, normalerweise ungefähr auf ihrer Stufe stehen, auch wenn sie den Push bekommen haben. Aber wenn sie einen Mega-Push bekommen durch eine Mega-Entwicklung, dann können sie wirklich mehrere Tierstufen gleichzeitig aufsteigen und vielleicht sogar verboten werden, weil sie so stark werden. Also das kommt auch vor. Aber dazu auch gleich nochmal mehr. Und das sorgt ja dafür, dass quasi bestimmte Pokémon einfach mal wieder gespielt werden. Und das finde ich so schön, weil es gibt viele Pokémon, die einfach in Vergessenheit geraten sind, obwohl sie eigentlich ganz cool sind. Bestes Beispiel ist dafür auf jeden Fall das Pokémon Tauboss, ne? Tauboss ist echt ziemlich irrelevant, aber naja, in der Mega-Form kann es tatsächlich in höheren Tiers mitspielen und da kann es sich sogar behaupten. Oder auch Bibor beispielsweise, ne? Bibor ist ein Pokémon, das hatte eine lächerliche Basiswertsumme, aber als Mega ist es gar nicht mal so schwach, ne? Denn Bibor verliert quasi 30 Punkte im Spezialangriff, aber bekommt dafür 60 Punkte im physischen Angriff und 70 Punkte in Erinnert, wird also insgesamt 100 Punkte stärker und deutlich relevanter, weil die Werte einfach dann viel besser verteilt sind. Und das ist halt eine sehr schöne Möglichkeit, ein Pokémon wirklich mal wieder relevant zu machen, sodass wieder Leute darüber reden. Und das finde ich sehr schön für vergessene Pokémon. Auch beispielsweise ein Lamus hat auf jeden Fall davon profitiert, ne? Lamus ist jetzt nicht ultra scheiße, aber naja, auch das wurde auf jeden Fall in der Mega-Version deutlich stärker und hat einen deutlichen Push bekommen. Also das ist auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit. Und natürlich kann man so auch diverse Designs aufwerten. Das ist gar keine Frage, ne? Weil das Ding ist halt folgendes, Game Freak hat sich da so ein bisschen, naja, ein kleines Grab geschaufelt mit einigen Designs. Und zwar gibt es halt niemals mehr als drei Entwicklungsstufen, also Basis, Phase 1 oder Phase 2. Mehr gibt es nicht. Und mehr konnte dann auch nie wieder dazukommen, es sei denn, man macht halt so etwas hier und erfindet die Mega-Entwicklung, die ja quasi nochmal eine weitere Stufe ist.
Das heißt jetzt nicht, dass keine Pokémon eine Mega-Version haben können, die halt nicht Phase 2 sind, aber wenn ein Pokémon halt eine Mega-Entwicklung bekommt, dann kann es keine weiteren Entwicklungen mehr danach bekommen quasi im Laufe der Geschichte von Pokémon, weil das würde keinen Sinn machen. Und von daher, naja, kann man quasi eine Phase 3 den Pokémon geben, designtechnisch, und das Ganze nochmal deutlich aufwerten. Und das finde ich für einige Pokémon sehr, sehr passend. Ich muss hier auf jeden Fall mal wieder das Pokémon Tauboss ansprechen, weil holy shit, Leute, das Mega-Tauboss sieht heftig aus. Und es hat nicht nur einen Stärke-Push bekommen, sondern auf jeden Fall auch einen krassen Push im Design. Und deswegen ist Tauboss jetzt wieder mega beliebt. Wir haben auch so Sachen wie Mega Glurak X, ich meine ein schwarzes Glurak mit blauen Flammen. Das ist der Wahnsinn. Wir haben beispielsweise auch Gewaldro, was in der Mega-Version viel geiler aussieht. Ampharos. Es gibt sehr viele Pokémon, die einfach vor der Mega-Version ganz cool ausgesehen haben, die aber nach der Mega-Version noch deutlich geiler sind. Und die hätten ohne eine Mega-Version niemals wieder eine weitere Entwicklungsstufe bekommen können, wodurch sie quasi bei diesem Design stagniert hätten und das für immer. Und das ist gerade für alte Pokémon, die noch relativ simpel gehalten sind, teilweise echt nicht so schön. Also ich muss sagen, das will ich echt belohnen. Also das ist durchaus ein schöner Aspekt von der Mega-Entwicklung. Was allerdings auch noch positiv ist, ist halt, dass man das Ganze auch beispielsweise auf Legendaries anwenden kann, ja? So Sachen wie halt ein Mega-Rayquaza haben eine unfassbare Wirkung. Also das sind sehr, sehr geile Story-Endbosse beispielsweise. Also da kann man sehr schöne Sachen machen. Und das ist für eine gute Story in Pokémon-Spielen ein schönes Highlight. Also man kann da auf jeden Fall für die Spiele auch, naja, storytechnisch eine ganze Menge rausholen. Und natürlich ist es halt kommerziell auch für Pokémon, beziehungsweise für Game Freak, extrem gut zu vermarkten, ja. Sowas verkauft sich natürlich. Ich meine, so richtig geiles schwarzes Glurak, das kann man gut vermarkten in Trailern und so weiter, ne? Ich denke mal, das muss ich keinem erzählen. Von daher ist es auf jeden Fall gut für Game Freak, dass sie quasi die Spiele so etwas interessanter machen können und halt sehr schön zugänglich für halt beispielsweise junge Spieler, die sich von sowas sehr leicht impressen lassen, von irgendwelchen geilen Drachen und so. Und da kann die Mega-Version auf jeden Fall nochmal ein bisschen Promo rausholen für die Spiele, was eigentlich auch eine gute Sache ist. Ich denke mal, alle profitieren so ein bisschen davon, wenn sich die Spiele gut verkaufen, weil dann kann Game Freak diese Franchise hier noch sehr lange weiter produzieren. Gut. Ich habe jetzt mal so ein bisschen die positiven Aspekte angesprochen, aber leider gibt es auch viele, viele negative Aspekte und auf die werde ich jetzt eingehen. Und was man hier auf jeden Fall zuerst ansprechen muss, ist halt folgendes. Es gibt einige Mega-Pokémon, die einfach zu stark sind. Ich meine, natürlich macht Game Freak es ja gerne, dass sie quasi auch teilweise gehypte Pokémon mit einer Mega-Version ausstatten wollen. So Sachen wie halt Metagross oder Butalanda oder was weiß ich, Gengar. Weil natürlich will das jeder sehen, ne? Eine krasse Version von denen. Aber wenn die halt schon spielstark sind, dann kann das schnell mal eskalieren. Und dann landen sehr viele Mega-Pokémon ganz gerne mal im Uber und dürfen gar nicht mehr competitive eingesetzt werden. Und dann bringt der Push auch leider nichts, ne? Wenn ein Pokémon zu stark wird, kann man das nicht mehr im Overused einsetzen. Und dann hilft das dem Pokémon nicht wirklich. Ich meine, okay, dann kann man das spielen im Uber, aber das ist halt eigentlich nicht gerade Sinn der Sache, ne? Ich meine, beispielsweise bei Metagross muss man noch sagen, das Pokémon ist halt durch den Stahlhype wegen den Feen-Pokémon im Uber gelandet, aber es gibt halt auch viele Uber-Pokémon wie Butalanda, die ganz klar schon vorher fürs Uber geschrieben waren. Und das finde ich dann ein bisschen übertrieben, wenn man quasi die Werte zu sehr eskalieren lässt. Und da haben wir halt ein kleines Problem, ne? Weil die Mega-Entwicklung ja ganz klar immer 100 Punkte der Basiswertsumme erhöhen möchte. Und deswegen, ja, haben wir da ein paar kleine Balance-Probleme. Andererseits haben wir halt auch manchmal das Problem, dass halt eine Mega-Version schwächer ist als die eigentliche Version. Beispielsweise bei Knackrack, ne? Wer spielt Mega-Knackrack? Kaum einer. Und das ist ein bisschen schade drum, weil da hätte man die Mega-Version eigentlich nicht wirklich gebraucht. Und Knackrack ist auch mal wieder ein gehyptes Pokémon, also es war schon so im Rampenlicht, also warum zur Hölle? Wie gesagt, das Balancing ist auf jeden Fall für einige Pokémon mit Mega-Entwicklung ein großes Problem. Und da muss Game Freak auf jeden Fall in Zukunft dran arbeiten und vielleicht einige Pokémon irgendwie nochmal ein bisschen nerfen oder so. Vielleicht kann man das ja irgendwie machen, aber so wie es gerade ist, finde ich einige Pokémon echt zu stark, auch beispielsweise Lucario und so. Vor allem, weil die auch teilweise echt geile Fähigkeiten in der Mega-Version bekommen, die man echt nicht schlecht reden kann. Die sind echt teilweise fast schon zu gut. Was allerdings auch ein großes Problem ist, ist auf jeden Fall, dass halt sehr viele Nostalgie-Fans das gar nicht leiden können. Weil es kann halt hiermit passieren, dass halt Pokémon, die eigentlich safe waren und fertig, noch mal später eine Entwicklung bekommen, die echt scheiße aussieht. Ich meine, ich erinnere mal wieder an so Pokémon wie Gengar oder Butalanda. Die haben ultra heftig ausgesehen in der fertigen Version und dann kommt so eine hässliche Mega-Entwicklung. Tja, das ist bitter. Also muss man jetzt immer zittern quasi bei Pokémon, die noch keine Mega-Entwicklung bekommen haben und vielleicht doch mal wieder eine kommt und die dann scheiße aussieht. Und das ist halt bitter. Ich meine, wenn beispielsweise Dragoran oder so eine Mega-Entwicklung bekommen würde und die sieht scheiße aus, das wäre doch sehr, sehr traurig irgendwie, ne? Und deswegen mögen das Nostalgie-Fans nicht unbedingt und generell mögen es halt viele Leute nicht, wenn alte, coole Designs nochmal verändert werden beziehungsweise nochmal eine Schippe draufgelegt bekommen,
weil das teilweise echt unnötig ist für einige. Und deswegen kommt das bei vielen Nostalgie-Fans nicht wirklich gut an, was sich halt auch wieder auf die Verkäufe ausschlägt, beziehungsweise auf die Beliebtheit des Franchises, beziehungsweise die modernen Entscheidungen von Game Freak. Ja, die kommen dann so nicht mehr so gut an, wenn man so viel an Nostalgie-Pokémon ändert. Das kann sehr schnell passieren und sehr schnell quasi in schlechte Laune umschwenken, was ein bisschen schade wäre. Und da habe ich auf jeden Fall auch schon einiges an Hate gelesen, dass viele Leute diese Entwicklungen gar nicht mögen. Und was halt auch noch ein Problem ist, ist folgendes: Diese Mega-Entwicklungen werden teilweise ultra scheiße verteilt. Ich meine, wenn so ein Pokémon wie Ordoch beispielsweise eine Entwicklung bekommt, ja, dann frage ich mich, wo halt so Sachen bleiben wie unter anderem die restlichen Starter-Pokémon oder Libeldra. Ich meine, okay, bei Libeldra hatte man scheinbar keine gute Idee, aber was zur Hölle, wieso nicht? Libeldra bietet so viel Potenzial dafür. Aber gut, auch andere Pokémon wie beispielsweise Smetbo, ja? Warum hat Bibor Mega bekommen, aber Smetbo nicht? Smetbo ist doch noch mehr im Schatten als Bibor und wird kaum gespielt. Ist mir ehrlich gesagt unverständlich. Und ich persönlich habe ja auch schon Videos gemacht quasi auf diesem Kanal hier, wo ich Custom-Mega-Designs vorgestellt habe. Und da gab es so coole Ideen, ja? Warum lässt sich Game Freak nicht einfach inspirieren von der Community, wenn sie mal keine Ideen haben? Weil diverse Pokémon verdienen einfach so eine Entwicklung, aber haben sie bis heute nicht bekommen. Und die Verteilung ist leider gar nicht mal so optimal. Aber das größte Problem ist jetzt folgendes, ne? Irgendwie hat das aufgehört. In der 7. Generation haben wir keine weiteren Mega-Designs bekommen. Warum zur Hölle nicht? Lasst ihr das jetzt wirklich vergammeln? Wollt ihr das nicht mehr aufgreifen? Das wäre ziemlich bescheuert. Also, das muss wirklich mal wieder kommen jetzt in der 8. Gen. Das ist sehr wichtig. Weil wenn man sich jetzt wirklich entscheidet, in jeder Gen einfach ein neues Gimmick zu erfinden und das dann nie wieder aufzugreifen, finde ich das ultra kacke. Also bitte nicht. Ich meine, wir haben jetzt in der 7. Generation die Z-Kristalle bekommen, beziehungsweise Z-Attacken. Aber die Mega-Designs wurden nicht mehr aufgegriffen, beziehungsweise nicht erweitert. Warum zur Hölle haben beispielsweise die Alola-Starter keine Mega-Version? Das ist ultra kacke. Ich meine, der Mega-Silvaro wäre echt nicht so schwer zu designen gewesen und das wäre geil. Also das würde wirklich jeder mögen. Mega schade eigentlich, aber wie gesagt, es fehlen halt noch viele Sachen, beispielsweise Mega Libeldra, es fehlen halt die ganzen Starter-Pokémon, es ist der Wahnsinn, wie viele Starter-Pokémon noch fehlen, Gen 2, 4, 5, 6 und 7 fehlen quasi und viele andere Pokémon wie Smetbo. Und ich hoffe mal, dass da wirklich noch viel nachgereicht wird, aber wenn wir jetzt wirklich so weit gehen und jedem Pokémon ein Mega-Design geben, dann sind die ja wieder nichts Besonderes. Es ist also alles so ein bisschen knifflig und man muss sich entscheiden, wie man in die ganze Sache rangeht. Ich würde allerdings sagen, wir kommen jetzt mal zum Fazit. Ich bin ein großer Freund von der Mechanik. Ich finde es sehr schön, wie das quasi eine gewisse Tiefe in das Gameplay wieder reinbringt, beziehungsweise nochmal eine neue Mechanik. Das finde ich immer gut bei kompetitiven Spielen, wenn die neue Mechaniken bekommen, wenn die gut eingebunden sind. Und ich denke mal, das hier ist eigentlich ganz cool. Vor allem, weil man das Ganze auch nur einmal pro Kampf machen kann. Und ich finde das hier wesentlich cooler als beispielsweise die Z-Kristalle, zu denen ich auch später nochmal kommen werde, in einem künftigen Diskussionsvideo. Aber das ist heute nicht das Thema. Und ich finde es halt schön, dass man quasi Designs nochmal upgraden kann, die eigentlich schon fertig waren, aber die trotzdem irgendwie, naja, recht langweilig waren, wie beispielsweise Ampharos, ja. Ampharos ist ganz cool, aber Mega Ampharos ist deutlich cooler. Aber auf der umgekehrten Seite muss man sagen, ist es halt schade, wenn so Sachen wie Gengar dann ultra hässlich werden. Oder Butalanda vor allem. Ist halt alles schwierig. Eure Meinung zu dem Thema gerne in die Kommentare. Ich persönlich bin eher ein Freund von Mega-Entwicklungen, aber ich sehe auch ganz klar die Nachteile. Und ich hoffe inständig, dass Game Freak das jetzt nicht vergammeln lässt und einfach jetzt nicht mehr richtig aufgreift, weil das wäre einfach bescheuert. Wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare und weitere Diskussionsthemen, die ich mal behandeln soll, auch gerne in die Kommentare. Und ich werde dann bald auch mal dieses Thema mit den Z-Kristallen behandeln, beziehungsweise was ich von den Z-Attacken halte. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh! Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das